als er und Zeitspann. Bitte willkommen, herzlich begrüßt ihn Gustav Bjorksten. Okay, Dankeschön. Also ich heiße Gustav Bjorksten. Ich bin Cheftechnologe an der internationalen Digital Rights Access Organisation und wir unterhalten Tor-Servers seit 2009. Betreiben. Ja. Meine Philosophie ist, einige unserer Erfahrungen zu zeigen, das ist meine Philosophie. Und ich möchte in diesem Talk euch dazu bringen, vielleicht teilzunehmen, um das Tor-Netz zu erweitern und zu unterstützen als aktive Tor-Treiber. So, worum geht es? Es gibt eine kurze Einführung über den Access zum Tor-Netz. Dann rede ich über das Hosten und Probleme damit, über den Server, dass er läuft, vielleicht einige kleine Tweaks für den Server. Weil das ist vielleicht das, worüber viele andere reden. Ich klammere es etwas ein. Es geht darum, Missbrauch zu handeln. Und dann geht es noch um Verwundbarkeiten und um die Erwartung der User. Also Access, das ist eine NGO und da geht es um Menschenrechte. Wir haben Standorte in den USA, in New York, in DC, in Brüssel, in Belgien, in Tunesien, in Tunis, in Manila, auf den Philippinen, in San Jose, Costa Rica, in Indien, Kenia, Argentinien und sogar auch Australien. Und wir wachsen weiter. Unsere Mission ist, dass wir die digitalen Rechte verteidigen und weiter ausbauen. Und wir machen das natürlich umsonst, das ist klar. Und wir hoffen, andere zu beeinflussen, dass sie überall auf der Welt einfach mitmachen und dass Regierungen Gesetze machen, die Grundrechte überhaupt schützen. Also wir haben zwei Ansätze. Eins ist, wir machen Kampagnen und versuchen Unterstützung zu bekommen, um Druck zu üben auf Firmen und Regierungen zu setzen, damit sie das Richtige machen. Und das Zweite, das wir machen, ist Lobbying. Und wir machen Lobbying in DC. Also in Washington, für die amerikanische, also domestische Amerika. Und die zweite ist in Brüssels, damit wir Druck machen auf die EU, also auf die EU-Kommission. Damit sie dort das die richtige Sache machen. Diese zwei Zentren, DC für die USA und Brüssel für die Europäische Kommission, welche Gesetzlage da ist, dort ist, wir versuchen, das filtriert, das geht weiter in anderen, das verteilt sich in den Rest der Welt. Also zum Beispiel Datenvorratsspeicherung und es wird auch das Gleiche kommen in Afrika oder in Asien, das wird kommen. Und wir haben letztens machen auch Technologie. Und ich werde mehr darüber reden. Also wir haben eine digitale Sicherheitshotline, die jederzeit erreichbar ist. Und wir helfen hauptsächlich Blogger, Journalisten, Aktivisten, Menschenrechtler und alles das, was auch immer mit Sicherheit zu tun hat. Wir helfen den Aufbau von sicheren Kommunikationsmedien. Wir helfen, wenn sie ein Problem haben mit Sicherheit und wir helfen da, sich wieder zu erstellen. Und wir haben ein bisschen Software Development für die Unterstützung der Hotline und das Letzte, das wir machen, ist, wir lassen uns ein für ein Tor-Netzwerk. Wie sieht's aus, was wir da alles haben? Die Kapazität von Tor-Netzwerk. Also wie sieht's aus? Ich werde es illustrieren.
Also Tor ist, wird gebaut aus Brücken und Eingangspunkte und Ausgangspunkten. Und wie es hier gesehen ist, wir machen Bridges, also Brücken und Ausgangsknoten. So wie jede, für alle befreilichen Technologien, Vertrauen ist das Ding, das uns wirklich hilft. Es gibt nichts, keine Anwendung, irgendwas, das ansatzweise nahe kommt an Vertrauen bauen. Und wir werden jetzt zeigen, oder ich werde zeigen, wie das in der Tor-Netzwerk wichtig ist. Also Netzwerk, also Tor, wir haben diesen Tor-Netzwerk, also wir haben einen User, der ist Tor, der geht über eine Brücke, das ist ein Eingangspunkt und das geht durch Relays, durch und dadurch wird das anonymisiert in diesen komischen Wolke da und dann kommt es irgendwo mal raus an einem Ausgangspunkt und dann das geht an der Server, das der User nutzen will. Und man sieht unten, wir haben diesen bösen Knoten und bösen Ausgangspunkten. Und das sind Entitäten, die wollen die Anonymität brechen, also die Grundlage, die Idee hinter dem Tor-Netzwerk kaputt machen. Und sie wollen eben diesen ganzen, ja, sie wollen einfach den Netzwerk kompromittieren. Wenn ein User nutzt einen Bridge, also einen Eingangspunkt und einen Ausgangspunkt, es gibt eine Korrelationsattacke between beiden. Und möglicherweise finden, dass dieser Traffic gehört zu diesem einen User. Was wir nicht wollen. Das de-anonymisiert den Netzwerk. Also, was wir gucken, ist diesen Szenario, wo die, wenn er einen Knoten allokiert ist, entweder einen Eingang oder einen Ausgang krankt. Wenn es nur eins davon, dann funktioniert es nicht, diese Attacke. Deswegen sage ich, dass Vertrauen das Wichtigste ist. Man muss die Bridges, also die Eingangs- und Ausgangspunkten trauen. Wir wollen keine, die Eingang und Ausgangs betreibt. Wir wollen Leute, die Eingangspunkte und wir wollen Leute, die Ausgangspunkte bauen. Weil diese Leute können, also wenn Leute betreiben beide, dann machen sie halt, können sie diese Korrelationsattacke machen. Deswegen haben wir uns konzentriert auf diesen Ausgangspunkten. Wir betreiben nur die. Also, die erste Sache ist die Hosting. Und die erste Sache ist, wo ist es? Wo sollen wir unseren Tor-Knoten einstellen? Physisch. Also das ist ein Creative Commons-Diagramm, der zeigt zwei Sachen. Es zeigt der Anzahl an Tor-User pro Land und es zeigt auch die Dichte von diesen von den User. Wie viel pro 100 User? Also die Dichte der User. Pro Internet-User. Was wir hier sehen, also die rohen Anzahlen sind Tor-Nutzer in der US, es gibt sehr viel in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und es gibt, ich habe keinen Beweis, um das so anzuzeigen, aber ich glaube, das Tor ist gut für diese User, weil was wir sehen ist, die meisten Tor-Infrastruktur ist in diesen Ländern. Die sind in Europa, die sind in der USA und insbesondere hier in Deutschland und das ist alles schön und gut. Schön und gut, bis jemand in Namibien versucht, nutzen und die sagen, hey, du bist zu langsam. Und das ist, ja, es ist fair. Wenn man Afrika guckt, das ist klitzeklein. Es gibt wirklich sehr kleine Tor-Nutzer. Und das ist, weil sie nicht wissen, dass es existiert. Sie sind nicht verbunden. Also, es gibt definitiv einen Brauch dafür in Afrika. Also, die brauchen das. Und das ist ein bisschen so auch in Asien und Südostasien. Das sind Regionen, das hat mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung und trotzdem
Es hat mehr als die Hälfte der Benutzer-Usern, aber sehr, sehr wenig Anwender. Und ja, wir haben sehr wenig Store-User dort. Und wir brauchen mehr Infrastruktur und mehr Infrastruktur in verschiedene Orte. Und wo das derzeit nicht ist. Oh, okay. Und das sind sehr einfache Karte der Kabeln. Was es zeigt, ist, dass wenn du willst, einen Server haben, der Westafrika, wo wäre ein guter Ort, um unseren Server zu stellen? Es gibt manche Punkte auf diesem Map, die nicht ideal wären. Also Brasilien, Singapur, Plätze wie dort wären, das wäre gut. Also, wäre es jetzt im Hinterkopf. So, jetzt geht es noch ein bisschen um Hosting-Dinge. Kommerzielle Anbieter sagen halt, ja, ich will sowas. Sagen wir, ja, super, hier kommt ein bisschen Geld rein. Die sagen erstmal, ja, wir können sowas, wir nehmen dein Geld. Und dann geht man um die ganze Konfiguration, macht alles und man lernt es und die Umgebung. Und dann machen sie aus. Und warum? Es gibt Konsequenzen, wenn man einen Tor-Node betreibt. Und insbesondere gilt das für den Exit-Point. Im ersten Moment geht es darum, dass es um Missbrauchsfälle gibt. Während es, das weiß jeder, dass Tor ein tolles Tool ist, um die Identität zu schützen, für die das brauchen. Aber es wird genauso gebraucht von Leuten, die andere Gründe haben, und zwar so Kriminelle beispielsweise. Und die Leute werden angegriffen, dann geht es um den Hosting-Provider und dann kann es wirklich ein Problem werden. Dann geht es noch darum, um die Bandbreite. Es könnte Probleme geben über die Geschwindigkeit des Netzes. Und die Realität ist, dass es meistens, es gibt ein paar Peaks, und dann mal wieder nach dem Mittagessen und so weiter. Aber im Prinzip ist es für den Provider eigentlich gar kein Problem. Andererseits, wenn man große Tor-Exit-Nodes betreibt, dann wird es wirklich eine hohe Bandbreite verbraucht. Und wenn der Hosting-Provider damit nicht darauf nicht vorbereitet ist, kann das wirklich ein Problem werden. Es geht dann noch um Verteilungsangriffe, beispielsweise durch deinen Exit-Node mit einer DDoS-Attacke zum Beispiel. Und dann werden auch wieder die Provider gefragt. Und ja. Dann kann es natürlich noch vom Gesetzgeber her Probleme geben. Man sollte wissen, manchmal setzt man Tor-Server auf und dann wird er abgeschaltet vom Provider und die werden nicht mal die Gründe nennen, warum sie die wieder abschalten. Man kann natürlich dann nur vermuten, dass es an den Autoritäten liegt. Was kann man machen? Man sollte vielleicht besser erklären, was ein Tor-Server zu betreiben heißt und was es für Konsequenzen geben kann. Es geht wieder um Vertrauen zwischen dir und dem Hosting-Anbieter und das ist ein ziemlich schwieriges Gebiet. Man kann wirklich viel Kraft und Energie reinstecken, um das hinzubekommen. Und am Ende werden sie vielleicht doch wieder abgeschaltet, wenn man da kein Vertrauen hat. Und man muss wirklich aufpassen, wer Zugriff auf den Server hat. Wir müssen schon mal aufpassen, dass der Server auch nicht kompromittiert wird. Jetzt geht's um Server Balance, also den wir fingen an mit einem Node auf dem Server und haben damit rumgespielt und haben wir gemerkt, dass es viel besser geht, wenn man mehrere Tor-Exit-Knoten, virtuelle Tor-Exit-Knoten auf so eine Kiste, also nicht ein Riesen. Ich kann euch nicht sagen, mit wie viel RAM und wie viel CPU man braucht, weil jede Umgebung ist komplett unterschiedlich, aber man kann einen systematischen Ansatz, um das zu lösen.
um zu finden, was das Beste ist. Also die Sachen, das sind die normalen Ressourcen, Bandbreite, Latenz, CPU und Memory, wie viel Platz man hat. Und man optimiert eine Sache, die problematisch ist, zum Beispiel die Bandbreite, und das ist dann optimiert, aber dann gibt es ein CPU-Problem oder ein Disk-Problem. Und man arbeitet an die Probleme, die gerade kommen, um das aufzulösen. Und irgendwann mal hat eine optimale Maschine dafür. Wie ich vorhin gesagt habe, wenn ihr virtualisiert, es ist einfacher, diese Ressourcen damit zu spielen. Wenn ihr anfängt, das richtig hinzukriegen, dann der Flaschenhals geht woanders. Und monitort der Tor-Performance, monitort von der Maschine, weil die Performance ist, worum es sich handelt. Und wenn ihr diese Informationen habt mit dem Monitoring, dann könnt ihr das tatsächlich prüfen und optimieren. Und dokumentiert alles, was ihr tut. Wir haben einen massiven RAID-Failure, und wir haben ganz vieles Knoten verloren, und wir haben versucht, die wieder aufzubauen, und dann habe ich mal gesagt, mein Kollege geguckt, hey, zeig mal die Notizen, damit wir das schnell bauen. Und er meinte, hey, ich dachte, du hättest die Notizen genommen. Und keiner von den beiden hatten keine Notizen, und deswegen müssen wir nochmal lernen, und seid bereit für eine Katastrophe, für einen Katastrophenfall. Es passiert sehr schnell. Configuration. Google ist dein Freund. Das ist etwas, es gibt sehr, sehr viel Informationen darüber. Von daher geht auf Google oder kommt zu mir danach. Ich möchte noch weiterhin über wie man handhabt mit diesen Missbrauchsproblemen. Also, als ich angefangen habe, wir waren sehr oft besucht wir haben Besuche bekommen von Leuten in dunkle Klamotten mit dunkle Brillen, und die sind einfach im Büro gekommen. Wir haben Attacken, also die meinten, ja, wir wurden angegriffen, das war sogar einmal witzig, die gesamte Information, wir waren alle irgendwie in der Bergen und hatten irgendwas zu machen dort, und sie haben tagelang probiert, uns zu erreichen, und es war keiner da, und deswegen, sie haben einfach gedacht, sie gehen zu den Apartment der Operation Director um 3 Uhr morgens, aber er war auch nicht da. Aber Wohnungen in New York, das ist ziemlich viel Platz, und der hatte da Airbnb, und um 3 Uhr morgens gab es 6 Leute mit dunklen Klamotten und dunkle Kostümen und dunkle Glasen, und diesen Untermieter praktisch war da, und das hat ihn leicht überrascht. Das passiert nicht mehr. Das passiert gar nicht mehr. Seit Ende 2012, aus welchem Grund auch immer, die Leute verstehen Tor. Egal, ob es weniger Leute das nutzen oder die sie darüber kennen, aber jetzt ist es so. Für die Empfänger von der Attacke, der durch eure Exit-Knoten gehen, also man muss sehen, wie ihr handhabt. Manchmal ist es, also ich weiß nicht, wie das heißt. Also ich habe es nicht verstanden. Also man muss dann erklären, was Tor ist. Man muss erkennen, dass Tor ist möglicherweise ein Medium für Attacken. Und man muss dann erklären, was dagegen unternommen werden kann. Also es gibt, sie können zum Beispiel blockieren an der Eingang oder Ausgang. Entweder wir machen das oder die machen das. Aber es gibt auch eine menschliche Seite dazu. Und wir haben diese menschliche Seite auch erfahren. Und die Leute kontaktieren uns, und sie wurden gestalkt, sie wurden mit Vergewaltigung bedroht und Todesbedrohungen
und die waren, ja, schlecht drauf. Und man muss denn wirklich mit Respekt handeln, man muss den Zeit nutzen, man muss zuhören, man muss mit denen arbeiten, um deren Situation zu verstehen und erklären, warum man das so macht und warum, was es bedeutet für jemanden in Syrien, wo die auch in Leben- und Todsituationen sind. Und wenn man das erklärt, die Sachen sehr, sehr gut, wenn man diese Zeit nimmt, und das, die sind dann, sie werden Unterstützer von Tor. Und sie dachten, das wäre das Schlimmste vorher, aber dann unterstützen sie das. Und natürlich, ihr müsst da euch im Ärsche decken. Also, diesen ganzen, also, die ganze Gesetzlage und eine Balance finden, das alles abdecken und lecker auf eine egale Ecke. Wir haben eine 24/7, also rund um die Uhr Hotline für solche Fälle und wir helfen gerne und wir tun das auch schnell, das ist sehr effektiv, denn es geht im Endeffekt darum, dass man diesen Leuten das Gefühl geben muss, dass wir uns um ihre Situation kümmern und wir hoffen auch, dass wir in der richtigen Sprache antworten können, in der sie sprechen. Das kann helfen. Ja, das ist jetzt eine ziemlich regelmäßige Sache. Es passiert jetzt ständig und wir versuchen, das immer zu erklären, was sie machen können. Und normalerweise klappt das auch. Haben wir gute Erfolge damit. In der Zukunft würden wir gerne versuchen, dass wir da richtige Operators haben in der Muttersprache der Leute, die anfragen. Und zuletzt geht es noch um die Exploits, also um die Verwundbarkeiten des Servers. Tor ist nicht wirklich... Also für den Betreiber ist es wichtig, aber wir müssen auch die Benutzern erklären, wie sie da korrekt mit umgehen mit Tor. Okay. Dankeschön. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten für Fragen. Nutzt die Möglichkeiten. Wir haben zwei Mikrofone neben den Mimas, rechts und links. Wenn ihr eine Frage habt, kommt zum Mikrofon und stellt die Frage. Ja. Also ich arbeite für einen Dings. Ich brauche ein bisschen Hinweis. Also ich habe einen Hinweis. Hab einen Anwalt. Also wenn ihr einen Tor-Exit-Knoten, immer einen Anwalt dabei haben. Niemals als Individuum, als Person, immer in eine. Also wenn es ein Verein oder eine Organisation, dann geht die Polizei deutlich mehr um oder die. Und sehr gute Kontakte haben und sehr gute Fax und also Polizei mag Faxe und seid bereit, Besuche zu bekommen. Ja, und das wäre eigentlich meine Hinweise. Dankeschön, vielen Dank für die sehr schöne, sehr gute Hinweise. Ja, ein Anwalt sollte man haben. Möchte noch jemand eine Frage stellen? Dann ist jetzt dafür die Zeit. Hallo? Es tut mir leid, das ist nicht ganz genau das, was dein Gebiet ist. Aber weißt du etwas über Eingangspunkte? Weil das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, womit du dich beschäftigst. Ja, da gibt es Projekte. Die viele Eingangspunkte betreiben. Ich weiß nicht genau, wie da der Stand ist im Moment. Wir haben eins, bevor wir uns mit Exit neu beschäftigt haben, haben wir auch Eingangspunkte betrieben. Die Global Proxy Cloud war eine Organisation, dann das Tor-Projekt selbst hat das auch gemacht.
Und sie haben Leute dazu ermutigt, Eingangspunkte zu betreiben. Ja. Vielen Dank für die Fragen. Gibt es noch jemand anderen, der eine Frage hat? Hallo? Es wurde noch erwähnt, dass man nicht gleichzeitig einen Eingangs- und einen Ausgangspunkt betreiben sollte. Ist das immer so? Sollte man entweder Eingang oder Ausgang wählen? Oder? Ja, also das muss nicht ums Physische gehen. Es geht im Endeffekt darum, dass es um den, dass ein Server nicht gleichzeitig Eingangs- und Ausgangspunkt betreiben soll, weil so könnte man halt eben mit, durch Korrelation die Anonymisierung zerstören. Wie ist das mit Relays? Geht es um Bridge? Oder, also es geht nur um Eingangs- und Ausgangspunkt. Nur darum geht es, dass man die getrennt hat. Weil man ja auf beiden Seiten Informationen sehen kann. Und wenn man beide Seiten kennt, beide Informationsseiten, könnte man die Anonymität zerstören. Und das wollen wir verhindern. Man kann natürlich immer noch private Brücken betreiben, wenn man Freunde hat und denen man sehr gut traut, die können die nutzen, Freunde. Aber man sollte entweder das eine oder das andere wählen, wenn man nicht nur für Freunde etwas betreibt. Vielen Dank. Eine weitere Frage bitte. Ja. Oh. Also ihr seid ziemlich eisern, dass beide Knoten, Eingang und Ausgang, nicht zum gleichen Person, aber wenn ich das aufbaue, Tor wird wissen, wenn ich beide betreibe, Tor wird wissen, dass ich beide betreibe und deswegen werden sie für den Auswahl der Weg, werden sie das nicht betreiben. Und deswegen, diese Einwand, das sie gerade haben, macht keinen Sinn. Danke, wir werden drüber später reden. Weitere Frage. Ich habe, wenn ich Tor nutze in Europa, es funktioniert perfekt. Wenn ich das irgendwo nutzen muss in China, es war sehr, sehr langsam. Ich konnte nicht, ich muss einen VPN nutzen, ich muss für einen VPN zahlen. Also irgendeinem Hinweis, wie wir diesen Problem, wir das verbessern, ob es besser wird mit der Zeit oder ich weiß nicht. Das ist ein Bewaffnungsrennen auf das Internet. Und Fakt ist, China ist versucht Tor-Traffic zu finden und sie unterbrechen die Verbindungen, bevor man überhaupt etwas dadurch bekommt. Und es gibt Strategien, um damit umzugehen. Proxies, Modules, also Tor über andere Protokolle, die das helfen. Aber ja, es ist eigene Erfahrung. Es gibt ein paar Orte, wo Tor sehr schwierig zu nutzen ist und China ist definitiv darunter. Dankeschön. Und jetzt gibt es noch eine Frage vom rechten Mikrofon. Hallo. Ich habe eine kleine Frage über Angriffe. Ich weiß jetzt nicht genau, was du darüber denkst über Austoria. Aber wir sollten das auch später klären. Wir haben noch Zeit für zwei weitere Fragen. Letzten zwei. Möchte jemand? Jetzt ist die Chance. Bitteschön. Wenn es darum geht, wenn ich jetzt etwas aufsetzen möchte für Tor, was braucht das Tor-Netz im Moment? Geht es darum, einen Eingangspunkt, einen Ausgangspunkt, eine Bridge anzubieten? Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist eigentlich genau ein Problem, was wir in letzter Zeit analysieren. Wir
sollten die Leute dazu bringen, die richtigen Dinge aufzusetzen, damit wir eben auch ein balanciertes Netz haben. Im Endeffekt sollten alle mitmachen, dabei aufzupassen, was eigentlich das Tornetz braucht, weil das weiß ich eigentlich auch nicht. Dankeschön. Und die letzte Frage. Nutzt die Zeit jetzt hier, nutzt die Gelegenheit, eine Frage zu stellen oder eine Idee zu äußern? Gut, es sieht so aus, als wären keine weiteren Fragen offen. Also für weitere Rückfragen kann man ja auch mit Gustav Bjørksten nach dem Talk sprechen. Viel Spaß noch weiter und vielen Dank. Auch von unserer